war das im Grunde die Satirik einer Gesellschaft, und zwar unsere Gesellschaft. Oder man könnte sagen, es findet eine Reality-Show statt, auf der Bühne, im realen Leben, irgendwie auch im Opernleben. Und es geht um 5 Charaktere, die da reingeschmissen werden und eigentlich komplett sinnentleerte Aufgaben lösen. Also es geht im Grunde genommen darum, dass es um nichts geht. Nämlich auch darum, dass man sich ablenkt, um Unterhaltung und eigentlich dann im Endeffekt auch darum, wovon man sich denn eigentlich ablenkt und ablenken lässt. Ich finde, dass das Besondere an Reality-Shows ist diese höhere Anzahl von Werbungen, von Bewegung, von Geschehen. Es muss immer irgendwas geschehen, es muss immer spannend sein, so muss dann die Musik dementsprechend auch voller Farben sein und voller Bewegung. Die Oper ist tatsächlich was ganz anderes, ist noch ganz komplett Neues für uns beide sogar. Es war nicht schwer, weil ich beim Komponieren die ganze Zeit lachen musste. Der Text war sehr lustig und dann hatte ich lustige Ideen auch, und ich bin so ein Typ, der auch im Zug sitzt und sich komische Sachen vorstellt und anfängt zu lachen. Und vor allem das Witzige daran, ich mag das total, die Sprache an sich. Posten und liken, nein, posten und liken. In der Oper, das, sowas, das man nicht hört, oder mach mal ein Update da oben. Das alles finde ich ziemlich witzig, in diese Hochkultur der Oper reinzubringen. Ja, ich kann auch schon irgendwie verstehen, warum. Also Hochkultur weiß ich nicht, aber dass so ein bestimmtes Publikum in Anführungszeichen die Oper häufiger frequentiert als weiß ich nicht, jüngere Leute oder auch eine bestimmte Bildungsschicht, was irgendwie auch ganz furchtbar ist, weil es ja eigentlich die Emotionen anspricht und die hat ja jeder. Und es ist dann ja doch so, dass es auch was mit einem macht und einfach vielen vielleicht die Musik auch sehr fern ist, und deswegen finde ich es auch sehr spannend, so ein Thema zu wählen, was irgendwie, wo man eventuell mehr mit anfangen kann.